Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs und seinen Gefährten und seiner Familie allesamt. Erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an die Zuschauer, die gerade eingeschaltet haben. Und like diesen Beitrag jetzt direkt, dass viele eurer Freunde das mitbekommen. Teilt dieses Video, damit wir so viele Menschen wie möglich zu dieser späten Stunde erreichen. Ich habe es leider nicht geschafft, früher zu euch zu sprechen. Alhamdulillah, möge Allah uns Ikhlas in all unseren Taten geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer Kraft geben, dass wir uns für diese Religion einsetzen. Ja, liebe Geschwister, Assalamu alaikum. Abdullah Siddiqui, Nasrullah Afghani, wa alaikum salam, Zingaye, Pakhtun Wali, wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Was haben wir hier noch? Yatene Razumen, keine Ahnung, was das heißt. Novi Pazar, das ist wahrscheinlich Bosnisch. Neyma Boga Osim Allah, Jednok Jedinok. Genau. So, auf jeden Fall. Liebe Geschwister, der Titel ist hier, wie ihr gehört habt, Serap Güler, die CDU-Politikerin, die das Kopftuchverbot durchsetzen möchte, und Angriff auf muslimische Mädchen. Ich werde euch kurz etwas vorlesen, was jetzt im Rahmen dieser Kopftuchdebatte passiert ist. Und zwar, vor einigen Tagen ist das passiert. Hier steht 2.5.2018, ist aber schon einige Tage her. Okay? Ich habe extra einige Tage damit gewartet, weil ich schauen wollte, wie die Medien darauf reagieren, ob die Medien das wieder unter den Teppich versuchen zu kehren oder nicht. Ja? Hier in der nwzonline.de, Blaulicht, Osnabrück, Angriff, Mann reißt Mädchenkopftuch herunter. Ja? Hier steht, Osnabrück. Die Polizei in Osnabrück sucht nach einem Mann, der einem Mädchen einer Bushaltestelle das Kopftuch herunterrissen hat. Die 11-Jährige wollte in einen Bus einsteigen, als der Mann nach dem Tuch griff und es dem Mädchen vom Kopf riss. Ja, das heißt also jetzt nach dieser ganzen Kopftuchdebatte fühlen sich jetzt einige dazu berufen, den Mädchen, denen ja sowieso vom Gesetz her nach Serap Güler das Kopftuch verboten werden soll, das Kopftuch auf der Straße vom Kopf runterzureißen. Wie ein Polizeisprecher in Osnabrück am Montag sagte, also der Polizeisprecher sagte schon am Montag, so wie ich das hier verstehe, ist das am Wochenende passiert. Wir haben heute Donnerstag. Ja, ihr habt wahrscheinlich noch nichts in den Medien davon gehört. Erinnert euch bitte, als vor einigen Wochen ein Jude die Kippa runtergerissen wurde, diese jüdische Kopfbedeckung, er mit dem Gürtel geschlagen wurde. Hier wird ein Mädchen, ein 11-jähriges Mädchen, hier wird ein 11-jähriges Mädchen angegriffen von einem Mann und ihr werden dabei auch die Haare ausgerissen bei dem Kopftuch ausziehen. Ja? Und man hört in den Medien so gut wie nichts. Wo ist der Aufschrei, der gesellschaftliche Aufschrei? Wo sind die Debatten, wo sind die Talksendungen über Islamfeindlichkeit? Wo sind die Demonstrationen? Aber natürlich, wenn wir Muslime immer schweigen und solche Sachen über uns ergehen lassen und nichts dazu sagen, dann passiert das nicht. Und ich habe extra einige Tage gewartet, dann hätte ich am nächsten Tag sofort damit angefangen und die hätten es danach in den Medien groß gemacht, dann hätte es so ausgesehen, als wenn ich gelogen hätte. Ja? Pierre Vogel sagt, die Medien berichten gar nicht darüber, aber die Medien berichten ja darüber. Deswegen habe ich extra ein paar Tage damit gewartet. Wie gesagt, der Täter war in einer Gruppe von 5 bis 6 Männern unterwegs, die kurz zuvor aus einer Kneipe gekommen sein sollen. Die Tat geschah am Samstagnachmittag. Samstagnachmittag, das ist fast eine Woche her. Wir haben jetzt schon fast Freitag. Ja? Noch 2 Stunden haben wir Freitag. Das heißt, die Tat ist schon fast eine Woche her. Und was habt ihr, sagt mal, habt ihr was davon in den Medien gehört? Ich gucke immer jeden Tag bei Google News, gucke ich, was es für Neuigkeiten gibt. Warum hat man das nicht auf der ersten Seite gesehen? Warum hat man das mit dem Juden auf der ersten Seite gesehen, aber mit diesem Mädchen, da hat man nichts von gesehen, obwohl ein Mädchen angegriffen wurde. So, und jetzt kommt natürlich, und genau hier ist der Punkt,
Da kommen dann Leute wie Hamed Abdussamad und diese eine albanische, keine Ahnung, wie ich sie nennen soll, und erzählen dann, die Muslime pflegen einen Opferkult. Entschuldigung. Die Juden, ja, sobald einem Juden die Kippa runtergerissen wird, und ich sage ganz klar, für alle Muslime, meine Botschaft für alle Muslime, wir haben nicht das Recht, irgendjemanden wegen seiner Religion körperlich anzugreifen oder zu beschimpfen oder was auch immer. Was unser Recht ist, was unsere Aufgabe ist, argumentativ beziehungsweise mit Argumenten heranzugehen. Das heißt, wir diskutieren darüber, warum wir glauben, dass unsere Religion die richtige Religion ist. Das ist Dawa. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, einem Juden mit einem Gürtel zu schlagen oder die Kippa runterzureißen. Wir sind dagegen. Und wir rufen jeden Muslim dazu auf, solche Taten zu unterlassen. Ganz klar. Aber, ja, was haben die Juden daraus gemacht? Und man kann es auch verstehen. Ich kritisiere die jetzt nicht. Sie machen daraus eine große Sache. Und da sagt kein Hamed Abdussamad oder kein Serap Güler, keine Serap Güler oder keine diese komische Albanerin, diese Antikopftuch-Furie, ja, schau mal hier, der Opferkult der Juden. Nein. Das ist ganz klar. Wenn ein Jude angegriffen wird, der hat das Recht, seinen Mund aufzumachen. Aber was will man damit bezwecken, mit diesem Gelaber von Opferkult der Muslime? Man möchte damit erreichen, dass wir unseren Mund halten. Dass wir unseren Mund halten, dass wir nichts mehr sagen. Sobald ein Muslim was passiert, hier haben wir einen ganz klaren Fall. So, dürfen wir jetzt dagegen reden? Herr Hamed Abdussamad, was sagen Sie dazu? Ist es berechtigt, dagegen zu reden? Warum sagen Sie nichts dagegen? Warum stehen diese Leute auf, wenn es um Juden geht, der von einem Mann mit einem Gürtel geschlagen hat? Wenn einem 11-jährigen Mädchen die Haare rausgerissen werden von einem Islamhasser, ist doch kein Problem. Wo sind die gesellschaftlichen Diskussionen? Was haben wir gehört bei dem Juden? Es wurde darüber diskutiert, woher kommt dieser Antisemitismus unter den Muslimen? Das war die ganze Zeit die Diskussion gewesen. Woher kommt dieser Antisemitismus? Wir müssen das dagegen tun. Die Frankfurter Allgemeine hat sogar eine Sonderausgabe gemacht. Ich habe selber gesehen mit einer israelischen Flagge drauf. Ja, eine Sonderausgabe. Überall, wir haben es auf den Titelblättern gesehen. Woher kommt dieser Antisemitismus unter den Muslimen? Das liegt am Islam und wir müssen was dagegen tun und wir müssen gesellschaftlich aufnehmen. Okay, woher kommt der Islamhass? So, warum wird der Islam mit einer Tat in Verbindung gebracht? Und man sucht nach den Ursachen, um den Islam zu bekämpfen. Wenn man aber sieht, dass der Islam angegriffen wird, dass ein 11-jähriges Mädchen angegriffen wird, dann fängt man nicht an, nach den Ursachen zu suchen. Was sind die Ursachen? Die Ursachen sind strukturierte Hetze im Internet. Und da haben wir schon im Jahre 2009 drüber gesprochen, liebe Geschwister. Im Jahre 2009, liebe Geschwister, haben wir Kundgebung gemacht. Gibt der Hetze keine Chance. Im Jahre 2010 in Frankfurt. Da standen wir mit vielleicht 150, 200 Mann auf der Zeile. Wo waren die Muslime? Liebe Geschwister, wir müssen, wenn wir den Mund nicht aufmachen, immer nur jammern können, weil es ein Unterschied, ob ich jammere, ach ja, uns geht so schlecht und alle sind gegen uns, sind nicht alle gegen uns. Und das habe ich schon im Jahre 2009 in Dresden gesagt, als ich von Al Jazeera interviewt wurde. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, dass alle Deutschen so sind. Es geht darum, dass wir es mit einer rasant wachsenden Minderheit zu tun haben. So, wir haben damals gegen die Islamhetze zwei Kundgebungen in Düsseldorf gemacht, eine Kundgebung in Mönchengladbach gemacht, eine Kundgebung in Berlin gemacht, eine Kundgebung in München gemacht, eine Kundgebung in Heilbronn gemacht. Sechs Kundgebungen. Wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht habe ich die eine oder andere Kundgebung verpasst. Und eine Kundgebung in Dresden, genau. Bei diesen Kundgebungen sind sehr wenige Muslime gekommen. Und wir haben es sogar damals in München erlebt, dass der Staat,
beziehungsweise Leute von der Polizei oder Sicherheitsbehörden zu den Moscheen gegangen sind und denen gesagt haben, sie sollen die Leute davon abhalten, zu unserer Kundgebung zu kommen. Das haben uns damals Leute gesagt, die in die Moschee gegangen sind, in München. Und dann, die Medien haben damals nichts davon berichtet, dass wir gegen die Islamhetze reden. So, komisch, bei jedem Schrott, der irgendwo passiert, wird mein Name in Verbindung gebracht. Wenn ein Mädchen, das ich vor 6 Jahren gesehen habe oder 6 Jahre davor gesehen habe, ein Verbrechen begeht, dann bin ich der Schuldige. Es ist nicht der Schuldige, der mich daran gehindert hat, eine Verbindung weiter zu diesem Mädchen zu haben, weil sie mich daran gehindert haben, in die Moschee weiterzukommen und sie dann auf einen anderen Trip gekommen ist, sondern ich bin schuld. Das heißt, ab jetzt, wenn du jemanden siehst, ein Klassenkamerad von dir, und 6 Jahre später wird der heroinabhängig, dann bist du daran schuld. Aber hier auf einmal machen wir Kundgebungen in mehreren Städten in Deutschland über dieses Thema mit Marwa Sherbini, und wir sehen, dass es von den Medien völlig außer Acht gelassen wird. Warum? Und wir sehen, dass die Behörden versuchen, die Moscheen daran zu hindern, die dazu zu bringen, die Leute daran zu hindern, zu unserer Kundgebung zu kommen. In Berlin waren wir, ihr könnt das sehen, Pierre Vogel, Kundgebung Berlin emotional, waren wir vielleicht, ich weiß es nicht, wie viele Leute, 300 Leute in Berlin, Neukölln, vorm Rathaus. Und wir haben nachher erfahren, dass in einer Moschee ganz klar gesagt wurde, die sollen nicht zu unserer Kundgebung gehen. Ja. Jetzt zählt mal eins und eins zusammen. Das war im Jahr 2009. Am 1. Juli 2009 ist Marwa Sherbini erstochen worden. Die Kundgebung, davon wurde in den Medien nichts gesagt. Und es wurde versucht, die Muslime davon abzuhalten, dahin zu gehen. Und kurze Zeit danach, nämlich im Jahr 2010, hat man dann versucht, uns komplett fertig zu machen. Ja? Dann stand man mit RTL vor der Moschee in Mönchengladbach, war nicht meine Moschee, aber von Brüdern, die eng mit mir zusammengearbeitet haben, Abu Ali, Abu Adam und so weiter, Abu Muawiyah, und haben gesagt, in dieser Islamschule sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Das heißt, man hat auf einmal gesehen, man hat versucht, uns richtig platt zu machen. Das heißt, die Leute, die versucht haben, diese Islamhetze zu thematisieren, zu einem öffentlichen Thema zu machen, die wurden auf einmal stigmatisiert, die Muslime wurden gegen sie aufgehetzt und ihre Stimme wurde völlig unterdrückt. Was zeigt uns das? Was muss man hier denken? Dass die Islamhetze, die jetzt 9 Jahre später zum Aufstieg der AfD geführt hat, gewollt ist. Die AfD ist vor allen Dingen gefördert worden durch Blogs im Internet wie PI News. Das ist die Basis dahinter. Das ist die Basis dahinter. So, und jetzt sehen wir dieselbe Sache hier, passiert etwas. Wo ist der gesellschaftliche Aufschrei? Ein Mädchen, hier, wird angegriffen. Hier. Der Täter war in einer Gruppe von 5 bis 6 Männern unterwegs, die kurz zuvor aus einer Kneipe gekommen sind. Die Tat geschah am Samstagnachmittag in der Nähe des Osnabrücker Fußballstadions. Es sei möglich, dass es sich bei dem Täter um einen Fußballfan handele, der zuvor das Spiel zwischen Osnabrück und Jena besucht habe, hieß es. Ihr seht, dieses Thema wurde richtig klein gehalten. Richtig klein gehalten, liebe Geschwister. Aber was zeigt uns das? Ich möchte gar keine Opfermentalität. Ich möchte eine realistische Mentalität. Dass wir Verbrechen anprangern und daraus Rückschlüsse ziehen und handeln. Nicht nur einfach rumsitzen, ah, die Juden sind schuld, der ist schuld und die sind so stark und wir können gar nichts ändern. Sondern dass wir die Situation realistisch einschätzen und schauen, was wir tun können. Und hier fängt es an. Das Wichtigste in meinen Augen, und ihr könnt andere Vorschläge haben. Und ich sage hier nochmal etwas. Es ist oft so, dass Leute, die vielleicht als klein gelten, mit wichtigen Vorschlägen kamen. Ja? Das war zum Beispiel zur Zeit des Propheten, alaihissalam, an vielen Stellen so. Bei der Schlacht von Khandak kam Salman al-Farisi
kam Salman al-Farisi mit dem Vorschlag, einen Graben zu graben. Mit dem Vorschlag, einen Graben zu graben. Und bitte teilt diesen Beitrag jetzt, diesen Livestream, damit wir viel erreichen. Salman al-Farisi war was? Salman al-Farisi war ein Perser, der keine Bedeutung hatte unter den Muslimen. Keine große. Er kam mit diesem Vorschlag. Bei der Schlacht von Badr kam ein Habab ibn Munzir. Den kennen vielleicht die meisten noch nicht. Aber vielleicht haben die meisten den Namen noch nie gehört. Al-Habab ibn Munzir. Der kam mit dem Vorschlag und sagte zum Propheten, hier wo wir stehen, ist das eine Offenbarung oder ist das deine eigene Meinung? Da meinte der Prophet, das ist meine eigene Meinung, das ist keine Offenbarung. Da meinte Al-Habab ibn Munzir, ich glaube, es wäre besser, wenn wir dort hinten stehen, wo hinter uns die Gewässer sind. Und der Prophet hat sich umgestellt. Und das war ein strategischer Punkt, der auch zu dem Sieg geführt hat. Natürlich in erster Linie die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ihr habt vielleicht gute Ideen. Aber wichtig ist, liebe Geschwister, erstens, liebe Geschwister, wichtig ist, dass wir die Botschaft überbringen. Denn die Botschaft zu überbringen ist ein Mittel, wie wir den Sieg bekommen. Das hört sich vielleicht für euch gering an. Weil viele Brüder und Schwestern wollen große Schritte haben. Wir brauchen ein Kalifat, wir brauchen dieses, wir brauchen dieses. Liebe Geschwister, wenn wir keine kleinen Schritte gehen können, wenn wir noch nicht mal kleine Schritte gehen können, liebe Geschwister, können wir niemals große Schritte gehen. Aber was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir Muslime den Erfolg bekommen, wie die Hilfe Allahs zu uns kommt? Sagt er, gründet ein Kalifat? Nicht, dass mich jemand falsch versteht, ich habe das schon mal gesagt. Ibn Taymiyyah gesagt, das gehört zu den wichtigsten Angelegenheiten der Umma. Aber nochmal, wer keinen kleinen Schritt gehen kann, kann keinen großen Schritt gehen. Oder habt ihr schon mal ein Baby gesehen, das angefangen hat, Seilchen zu springen, bevor es krabbeln konnte, bevor es die ersten Schritte gemacht hat? Das ist ganz natürlich. Und der Prophet a.s.w. hat auch erstmal kleine Schritte gemacht. Er hat eine kleine Schar um sich gesammelt und die wurde größer, bis er dann am Ende die Hilfe aus Medina bekommen hat. Die erste Sache ist, dass wir die Botschaft veröffentlichen müssen. Die zweite Sache ist, dass wir dann standhaft bleiben bei der Veröffentlichung dieser Botschaft, bei dieser Dauer. Und dass wir immer weitermachen. Was ist der Beweis dafür? Allah sagt, liebe Geschwister, in Sure 6, Vers 54, وَلَكَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّ أَتَى نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Schon vor dir sind Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Wann sind die der Lüge bezichtigt worden? Stell euch die Frage. Nachdem sie die Botschaft veröffentlicht haben, nachdem sie damit rausgegangen sind, die sind nicht der Lüge bezichtigt worden, als sie in ihren Häusern gesessen haben, weil der Prophet hat Dawa draußen auf den Marktplätzen gehabt, draußen auf dem Berg Safa, aber er hat auch Dawa mit seiner Gruppe von Sahaba gehabt in Dal Arkam. Aber wann sind sie der Aber kam einer in Dal Arkam bei seiner Gruppe von Sahaba und hat gesagt, nee, ich glaube dir nicht, du bist ein Lügner. Nein, die Leute kamen zu ihm und haben gesagt, du bist ein Lügner und haben ihn bekämpft, als er damit rausgegangen ist, liebe Geschwister. Das ist der erste Schritt. Und was passierte dann? So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Was heißt das? Was heißt das, sie sind standhaft geblieben? Heißt das, wir haben das erste Mal Gegenwind bekommen und haben dann gesagt, ich höre auf? Natürlich nicht, sondern die haben weitergemacht. So wie der Prophet a.s. Dem Prophet a.s. wurden an der Kaaba Innereien auf den Rücken geworfen. Am nächsten Tag war er wieder da. Und heutzutage gibt es Leute, die im Namen der Salaf so ein Schwachsinnsverständnis verbreiten. Als wenn wir Erfolg kriegen würden, wenn wir einfach nur den Mund halten. Das ist die Botschaft. Die Botschaft überbringen und dann standhaft sein. Das heißt, weitermachen. Bis wann? Jetzt kommt's im Vers. Hatta atam nasruna. Bis unser Sieg zu ihnen kam. Wa la mubaddila li kalimati Allah. Und es gibt niemanden, der
das Versprechen Allahs ändern kann. Das heißt, das ist das Versprechen Allahs, liebe Geschwister. Dann sagt der Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah hat denjenigen von euch versprochen, die Gutes tun und glauben, dass er sie zu Khalifen auf der Erde macht, so wie er die vorher zu Khalifen gemacht hat. Min qablikum. Wala yubaddilannu min ba'di khawfim amna. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, dass er ihrer Religion eine feste Stellung geben wird, ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا, und dass er ihnen nach ihrer Furcht Sicherheit geben wird. Was ist ihre Eigenschaft? يعبدونني لا يشركون لا يشركون بشيء. Sie dienen mir alleine und gesellen mir niemanden bei. Hört euch diesen Vers an, liebe Geschwister. Der Vers fängt an mit dem Iman und mit den guten Taten. Diese Leute werden was von Allah bekommen? Sie werden erstens Khilafa bekommen. Sie werden zweitens eine feste Stellung auf der Erde bekommen. Sie werden drittens nach ihrer Angst Sicherheit bekommen. Sie dienen mir und gesellen mir niemand bei. Was zeigt das? Wir müssen den Tauhid verbreiten, liebe Geschwister. Wir müssen den Tauhid verbreiten. Das ist einer der Schlüssel. Das sind eigentlich kleine Schritte. Liebe Geschwister, es fängt damit an, dass du jemanden siehst, einen Muslim, der mit dem blauen Auge rumläuft, mit der Hand Fatimas. Und du ihm sagst: Lieber Bruder, warum hast du diese Hand in deinem Auto? Was bedeutet diese Hand von Fatima? Und dann sagt er dir: Ja, ich will Baraka dadurch bekommen. Dann sagst du ihm: Bruder, der Prophet a.s. sagt: Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Wer einen Glücksbringer anbringt, hat Schirk begangen. Wenn er glaubt, dieser Glücksbringer bringt von sich selber aus, hat er die Macht, ihm etwas Gutes zu bringen, ist großer Schirk. Wenn er glaubt, Allah bringt ihm dadurch Baraka, ist es kleiner Schirk. Kleiner Schirk bedeutet eine große Sünde, die aber nicht aus der Religion rausbringt. Großer Schirk ist die Sünde, wenn er in dem Zustand stirbt, geht er für alle Ewigkeit in die Hölle. Letztens hat mir einer erzählt, da hat das jemand gesagt, da meinte er: Ja, aber meine Mutter hat das in Mekka gekauft. Bruder, Achi, Mekka ist nicht unser Maßstab. Oder was Leute, die in Mekka machen, tun, ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist, was Allah im Koran sagt und was der Prophet a.s. gesagt hat, das ist unser Maßstab. Und nichts anderes. Das ist unser Maßstab und nichts anderes. Und jetzt zu diesen Politikern. Und das ist hier diese Frage, die auch sehr, sehr wichtig ist für euch, liebe Geschwister. Alhamdulillah, ich glaube, Allah hat mir eine gute Gabe gegeben, zwischen den Zeilen lesen zu können. Ja? Und ich möchte euch jetzt mal kurz was vorlesen, was diese Serap Güler noch gesagt hat, zu diesem Kopftuchverbot, zu ihrem ganzen Schwachsinn, da ist eine Perversion und Sexualisierung der Mädchen. Ja, balla, balla. Ja, absolut balla, balla. Ich meine, wer sowas sagt, braucht eigentlich, ich weiß es nicht, sollte vielleicht mal zum Neurologen gehen. Aber dann kommt sie mit dem Beweis, sie ist ja nicht gegen das Kopftuch. Nein, 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 nein. Sie ist ja nicht gegen das Kopftuch. Nein, nein. Sie ist ja nur für ein Verbot des Kopftuchs. Aber gegen das Kopftuch ist sie nicht. Wenn dann später jemand... Und der Beweis, dass sie nicht gegen das Kopftuch ist, ist... Ja, wie kann ich denn gegen das Kopftuch sein? Meine Mutter trägt ja auch ein Kopftuch, angeblich. Übrigens, ob das wirklich stimmt, dass die Mutter Kopftuch trägt oder nicht? Allahu alam. Ich glaube diesen Leuten nichts. Ja, nur mal so nebenbei. Aber nehmen wir mal, die Mutter trägt Kopftuch. Also, dass die Mutter ein Kopftuch trägt, ist ein Beweis, dass sie ja gar nicht gegen Kopftuch sein kann. Leute, wer so einen Schwachsinn labert, ja, was ist bei dem falsch gelaufen, wer so einen Quatsch labert? Also, weil die Mutter ein Kopftuch trägt, ist es ja unmöglich, dass sie gegen Kopftuch ist. Okay, mein Vater isst Schweinefleisch. Bin ich für Schweinefleisch? Der eine oder andere, sein Vater ist vielleicht Massenmörder oder pädophiler Vergewaltiger. Heißt das jetzt, ja, ich kann ja gar nichts gegen Massenmord haben?
Wie oft gibt es Konflikt zwischen Eltern und Kind? Dass die Kinder nicht mit dem einverstanden sind, was die Eltern machen, die Eltern nicht mit dem, was die Kinder machen. Aber ihm bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Das heißt, es ist der größte Quatsch. Es ist der größte Schwachsinn. Der eine oder andere hat vielleicht einen Vater, der ist heroinabhängig. Heißt das jetzt ja, wie könnt ihr denken, dass ich gegen Heroin bin? Mein Vater ist doch heroinabhängig. So ein Schwachsinn wird gelabert. Man traut sich tatsächlich noch, die Menschheit so für doof zu verkaufen, mit so einem Schwachsinn. Okay? Und jetzt hört genau zu, was sie hier sagt. Hier ist ein Bericht in Welt.de, wo sie zitiert wird. Hört euch das genau an. Damit ihr wisst, wobei es beim Kopftuchverbot geht. Ja? Wenn ein Mädchen in so frühen Jahren jedoch ein Kopftuch trägt, kann es das nicht so einfach mit 17 Jahren wieder ablegen, wie das Kreuz an der Kette. Hört nochmal genau zu. Es ging also darum, ja, okay, aber das ein oder andere Mädchen trägt ja auch ein Kreuz. Warum wurde dieser Einwand gebracht? Weil ja gesagt wurde, das Mädchen kann ja in dem Alter noch nicht entscheiden, was es anzieht. Und dann sagt man dagegen, ja, okay, das Mädchen, was ein Kreuz anzieht, kann das ja dann auch in dem Alter nicht entscheiden. Daraufhin sagt sie, aber das Mädchen, was in dem Alter ein Kopftuch trägt, kann es mit 17 Jahren nicht so leicht wieder ausziehen wie die andere das Kreuz. Was heißt das? Das heißt, dieses Verbot ist dazu da, um die Musliminnen im Alter vom Praktizieren der Religion wegzubringen. Serap Güler hat selber zugegeben in einem Bericht, dass das Kopftuch erst verpflichtend ist ab der Pubertät. Das heißt, sie weiß, es ist verpflichtend. Jetzt sagt sie, wenn ein Mädchen das schon im jungen Alter trägt, zieht sie das mit 17 Jahren nicht so leicht wieder aus. Das heißt, wenn es Pflicht für sie ist, praktiziert die dieses Gebot eher. Das heißt, das Problem, was sie hat, ist, sie hasst, dass der Islam praktiziert wird. Sie will nicht, dass das Kopftuch getragen wird. Sie hat ein Problem mit dem Gesetz Allahs, mit der Regel Allahs. Und was ist das? Das ist Nifakul Akbar. Man abghada shay'a mimma ja'a bi rasulu ولو عمل بي كفر صلى الله عليه وسلم لو عمل بي كفر. Wer eine Sache hasst von den Dingen, mit denen der Prophet a.s. gekommen ist, selbst wenn er sie praktiziert, hat Kufr begangen. Und der Beweis dafür ist, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Dies ist, weil sie das ist ein Surat al-Munafiqun übrigens, dies ist, weil sie das verabscheut haben, was Allah herabgesandt hat, und so hat er ihre Taten zunichte werden lassen. Jetzt pass auf, was die Lügnerin hier noch erzählt. Klare Lüge. Der Zuspruch, den ich in den letzten Tagen von vielen Musliminnen, auch jenen, die selbst Kopftuch tragen, erhalte, und ebenso die Kritik, die vor allem von Männern kommt, macht mir vor allem eins deutlich, wie wichtig und überfällig diese Debatte ist. Ist eine pure Lügnerin. Schaut, und das für die Nicht-Muslime. Liebe Nicht-Muslime, geht auf unsere Online-Kundgebung Kopftuchverbot gleich Menschenrechtsverletzung. Und es ist ganz spontan gewesen und schaut, wer dort am meisten kommentiert hat. Und wer sich emotional am meisten darüber aufgeregt hat, über das Kopftuchverbot, die Frauen. Und nicht eine einzige Muslimin, es gibt nicht eine einzige Muslimin, die Kopftuch trägt, ja, die das toll findet, wenn das Kopftuch verboten wird. Das ist der größte Schwachsinn, ist das. Das ist der größte Schwachsinn, das ist eine pure Lüge. Aber so arbeiten sie, Leute. Und deswegen müssen wir dagegen reden. Liebe Geschwister, Dawa zum Tauhid, Dawa zu den guten Werken, Dawa zu der richtigen Akida. Und wir müssen zusammenhalten, liebe Geschwister. Gerade in solchen Punkten müssen wir zusammenhalten. Denn ihr müsst wissen, eine Tat kommt euch vielleicht als etwas Kleines vor, liebe Geschwister. Ja, Pia Kaiser, schick uns einfach eine Nachricht. Du willst mich gern kaputt schlagen? Machen wir ein Treffen für dich aus. Kannst mich gerne treffen, kannst du versuchen. Willst mich kaputt schlagen? Ja, melde dich einfach bei Wheel of Mohammed.
Schick deine Adresse und wir gucken mal, wo du wohnst und dann gucken wir mal, wie wir uns treffen können. Dann kannst du es versuchen. Auf jeden Fall weiter im Text. Kriegst du die einmalige Chance, das zu versuchen. Auf jeden Fall weiter im Text. Liebe Geschwister, wir haben diesen Punkt hier. Das, was als nächstes kommt, ist Zusammenhalt. Es gibt oft kleine Sachen, Sachen, die euch als etwas Kleines erscheinen. Etwas Kleines erscheinen. Eine kleine Tat, die aber große Auswirkungen hat. Denkt daran, Musa a.s. hat was gemacht, war an dem Meer und er musste mit dem Stock auf das Meer schlagen. Und dass sich das Meer spaltet, teilt und dann konnte der Prophet Musa durch das Meer durchgehen. Wenn Allah gewollt hätte, er hätte das Meer auch alleine spalten können. Ohne diesen Stock, dieser Stock hat gar keinen Einfluss. Aber was zeigt uns Allah damit? Wir müssen unseren kleinen Beitrag leisten und inshallah wird der allmächtige Gott einen großen Segen dabei geben. Einen großen Segen dabei geben, liebe Geschwister. Deswegen macht eine kleine Tat und inshallah wird es einen großen Segen haben. Der Ramadan, liebe Geschwister, steht vor inshallah vor der Tür. Versucht in diesem Ramadan zu den Besten zu werden. Versucht in diesem Ramadan zu den Besten zu werden. Versucht euren Iman zu steigern. Nützt diese 30 Tage aus. Nutzt diese 30 Tage aus, liebe Geschwister, ja, um euch zu den besten Menschen zu machen. Der Ramadan ist dazu da, um den Iman zu steigern, Taqwa zu steigern. Der Prophet a.s. sagt, Allah sagt im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum usiyamu, kama kutiba alladhina muqablikum, la'allakum tatakun. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben worden, so wie es denen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Das Fasten ist euch vorgeschrieben worden, so wie es denen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, wenn ihr im Ramadan richtig fastet und die guten Taten macht und betet und Dua macht, inshallah werden wir eine stärkere Umma. Inshallah werden wir stärkere Muslime. Diese Umma, liebe Geschwister, diese Umma gehört zu den Stärksten. Aber diese Umma besteht aus Individuen. Umso stärker die Individuen sind, umso stärker ist der Islam. Umso stärker ist die ganze Umma. Das heißt, stärkt euch als Individuum und ihr werdet dadurch die Umma stärken. Das erstmal dazu, liebe Geschwister. So, jetzt kurz. Am Ende wollte ich euch noch einige Sachen erwähnen für Ramadan. Ja? Und zwar, im Ramadan gibt es folgende Regel. Wer fasten kann, muss fasten, es sei denn, er ist auf der Reise oder krank. Dann muss er diese Tage nachfasten. Und wenn er eine Krankheit hat, wo er keine Hoffnung hat, dass diese Krankheit geheilt wird, zum Beispiel er muss ständig Medikamente nehmen oder er ist nicht in der Lage oder er ist besonders alt, altersschwach, dann muss er für jeden Tag einen Amen speisen. Wenn ihr auf die Seite geht von IHED, ja, IHED, Islamischer Humanitärer Entwicklungsdienst, ja, dann könnt ihr dort etwas sehen? Da gibt es einen Beitrag vom 20. April. Wie fühlst du dich immer an Ramadan, wenn du dein Fasten brechen darfst? Hier geht es um Folgendes. Man kann hier für jeden Tag im Ramadan Leute arme speisen. Und zwar, das kostet für Somalia 4,87 Euro. Für Niger 5,75 Euro. Für Burma 5,80 Euro, für Afghanistan 6,70 Euro, für Syrien 7,67 Euro, für Gaza 7,85 Euro. Ja? Und da gibt es dann einen Verwendungszweck, wie gesagt, nicht über piervogel.de, sondern über ihed.de. Okay? Hier gibt es auch bei Fragen eine Telefonnummer 0049.
1, also 0049 für Deutschland, für die, die aus dem Ausland anrufen. 0175 617 1271. Ich wiederhole. Für die Leute in Deutschland 0175 61 71 271. Okay? Das erstmal dazu. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wenn jemand A, ja, South Hannover, du bist ein bisschen doof. Von ISIS, guck mal im Internet nach. Ich bin auf der Todesliste von ISIS. Aber so Leute wie du bist wahrscheinlich so ein PKK-Heini. Euch kann man leider nicht mehr helfen. Ihr seid leider zu dämlich. Was anderes kann man nur sagen. Also wer glaubt, dass ich von ISIS bin, muss Balabala sein. Informier dich mal im Internet. Auf jeden Fall nochmal dazu. Für die, die Arme speisen wollen. Für die, die Arme speisen wollen, ja. Hier über IHET. Das ist IHET, Islamischer Humanitärer Entwicklungsdienst. Das könnt ihr auf Facebook finden. Da gibt es diesen Beitrag vom 20. April. Die Telefonnummer habe ich euch eben gesagt. Dann, wir werden inshallah dieses Jahr, werde ich inshallah zur Hadsch fahren. Vom 16.8.2018 bis zum 29.8.2018. Und das ist für 3.988 mit Bakka-Reisen. Das heißt, ich bin der Hadsch-Führer inshallah. Telefonnummer ist 0049, beziehungsweise für die aus Deutschland 0176 35 711 896. Oder E-Mail, ja, oder die Internetseite ist www.bakka, BAKKAH-reisen, reisen.de. Das ist vom 16.8. bis zum 29.8.2018 für 3.988. Okay? Ich habe kein günstigeres Angebot gesehen von einem anderen Anbieter. Ja, dabei wird sein eine Stadtrundfahrt in Medina, inshallah, Vorträge mit mir. Und dazu gehört die Visabeschaffung, Frühstück, Abendessen, Hotel, Hin- und Rückflug. Das ist also im Angebot drin. Und wie gesagt, wer da weiter Interesse hat, der kann das gerne über Bakka-Reisen machen. Das ist meine Botschaft von heute. Liebe Geschwister, sonst alles okay bei euch? Ja. Salam alaikum, Bakka-Reisen, da hat gerade einer geschrieben, die Telefonnummer. Ja, ich glaube, das ist sie. Ich habe sie gerade eben durchgesagt. Hä, Alter, du bist doch normal ein Moslem, bist voll deutsch? Ja, ich bin voll deutsch, ja. Ich weiß nicht, was du jetzt damit sagen wolltest. Bruder, denke schon. Ja, voll günstig. Also, es ist ziemlich günstig, aber ihr müsst natürlich eins wissen, weil. Es ist natürlich immer so, die Sachen, die günstiger sind, da wird natürlich dann die Zeit ist hier nicht so lange. Aber ihr müsst wissen, wenn jemand die Möglichkeit hat, Hadsch zu machen, ja, das heißt, er hat die finanziellen Möglichkeiten, er ist auch gesundheitlich in der Lage dazu und es gibt keine anderen Hindernisgründe, ist er verpflichtet dazu. Das heißt, wenn du dir für 5.000 Euro nicht leisten kannst, kannst du aber für 3.988 leisten und du bist auch gesund, dann ist es für dich eine Pflicht. Denn Allah sagt im Koran, ja, für Allah ist es den Menschen, für den Menschen ist es Pflicht, die Hadsch für Allah zu verrichten, wer dazu die Möglichkeiten hat. Deswegen sagen zum Beispiel die Hanbaliten, es ist Verpflichtung sofort, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Andere Rechtsschulen, wie zum Beispiel die Schäfiiten, sagen, nein, man kann das auch verschieben, wenn man die Absicht hat, das später zu machen. Wie gesagt, das ist ein langes Thema unter den Rechtsschulen, aber so ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So. Was haben wir hier noch? Ach so, was ist das für eine Jacke? Putzenpulli von Adidas. ASC? Keine Ahnung. Ich wohne zu Hause. Was haben wir noch? MashaAllah, Jazakallahu khairan. Gibt es noch irgendwelche? Ich bin Abu Hamza. Ich bin auch Abu Hamza. Ich bin ein Roma aus Rumänien und bin auch Muslim. Mashallah, tabarakallah. Was ist das? Du lügst. Du bist dumm. Du lügst. Wie kamst du zum Islam? Für die, die wissen wollen, wie ich zum Islam komme, ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Da müsst ihr jetzt vielleicht eine Stunde reden. Geht einfach auf YouTube, gebt ein: Pierre Vogel, sein Weg zum Islam. Danke, Dini.
Salam alaikum, ich habe keinen Mahram, organisiert ja auch den Mahram. Bitte auf Bakkerreisen gehen und sich das genau anschauen. Lüger heißt Lügner. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Bruder. Ja, also die Schulden, nee, man darf auch Hatsch machen, wenn man Schulden hat, aber wenn man Schulden hat, hat man nicht die Möglichkeiten dazu. Okay? Das heißt, wer Schulden hat, für den ist in dem Moment keine Pflicht, die Hatsch zu machen, bis er die Schulden bezahlt hat. Aber wenn er die Hatsch macht, in dem Moment ist die Hatsch trotzdem gültig. Ja, du bist ISIS? Informier dich mal richtig. Ja? Ich bin auf der Todesliste von ISIS, du Heini. Meine Fresse, was gibt's für Dummköpfe? Bist du IS? Ja, geh mal auf Internet und schau dir mal meine Meinung über IS an, wenn du diese dumme Frage stellst. Meine Fresse, manche Leute, die leben wirklich noch hinter dem Mond. Ja. Okay. Sie tragen Adidas, ja. Ist das schlimm? Inshallah. Wir vermissen dich aus Linz. Ja, müssen mich einladen, Jungs. Reist du mal nach Sachsen? Inshallah, ich hatte schon ein paar Vorträge in Sachsen, aber ich war schon lange nicht mehr da. Ich bin auch Muslim, rauche und trinke. Möge Allah dir helfen, im Ramadan vor allen Dingen, dir, dass du dir das Rauchen und Trinken abgewöhnst. Aber trinken tue ich auch, aber kein Alkohol. Okay. Wie, was ist mit Abu Adam? Wie ihr wisst, Abu Adam ist noch im Gefängnis, unschuldig, möge Allah ihn befreien, auch wegen Bilal. Bilal geht es relativ gut, macht viel Dua für den Bruder Bilal, dass er so schnell wie möglich rauskommt. Hatsch heißt Pilgerfahrt, lieber Bruder. Macht Dua, möge Allah dem Bruder Bilal und dem Bruder Abu Adam die Hatsch erleichtern. O Allah, befreie sie aus der Haft und beschütze ihre Familien. Amin. Fernseher ist besser, aber schön, dass du so viele Jahre durchgezogen hast. Watching from Somalia. Skawaran. Nebet. Maga'a. Bruder, Ramadan ist auch gesund für den Körper, oder? Inshallah. Aber wie gesagt, ich habe mehrere Vorträge über Ramadan. Wir werden auch inshallah noch darüber reden, aber ihr müsst wissen, das Hauptziel von Ramadan ist, mit Iman reinzugehen und mit Taqwa rauszukommen. Das ist das Hauptziel von Ramadan. Ja, ich war schon oft in Hamburg, Bruder Haji. Ja, Todesliste habe ich schon mehrmals erzählt, aber es gibt immer noch Idioten, die das immer noch nicht mitbekommen haben. Kann ich auch nichts für. Der Tag kommt, an dem du verprügelt wirst. Ja, Marvin, du kannst es ja versuchen. Hast du keine Mutter? Weißt du nicht, dass jeder Mensch eine Mutter hat, außer Adam? Dann kommst du an München, keine Ahnung. Ja, die Pilgerfahrt, ich habe ja eben gesagt, vom 16.8. bis zum 29.8. Das ist ziemlich kurz. Andere machen die etwas länger und deswegen kostet die dann noch etwas mehr, aber das reicht vollkommen, um die verpflichtenden Pilgerriten zu machen. Soll ein Achtjähriger fasten? Es ist keine Pflicht für einen Achtjährigen zu fasten, aber wenn er fasten will und er kann sich schon mal daran gewöhnen, es ist natürlich momentan ziemlich schwer durch diese Zeit, weil die sehr lange ist, aber er kann das zum Beispiel mal hier und da versuchen. Es ist keine Pflicht für einen Achtjährigen oder eine Achtjährige zu fasten. Ich liebe dich für Allah, möge derjenige dich lieben, für den du mich liebst. People from Somalia making dua for Adam and Bilal. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ja, iskawaran, genau. Ja, da freuen sich die Somalia. Mir hat Somalia, ich war schon jetzt dreimal in Somalia. Es hat mir, mashallah, sehr, sehr gut gefallen. So ein schönes, ja, ISIS-Propaganda pur. Ja, du musst zum Gehirn, Arzt musst du gehen. Meine Mann, oh Mann, was gibt's für Vollidioten. Ja gut, Jazakumullahu khairan. Gut, dann war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch. Was ist das? Was ist da mit Arabisch? Red mal auf Arabisch. Ja, was soll ich auf Arabisch sagen? Kefa halukum. Malakum takakatum alaika takakuykum ala dijinnatin franku anni. Verstanden? Okay, gut, Bruder. Dann wünsche ich euch was. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle schützen und beschützen und euch zu leuchtenden Beispielen für diese Religion machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wo marsch ich aus? So, alles klar. Ja, Somali, Somali, Skawarama.